Ich musste also laut meiner Eltern erstmal eine Ausbildung machen. Ich muss ehrlich sagen, ich hatte ab und zu mal Pokale einfach am Flughafen stehen lassen. Da muss ich dann irgendwie wieder ewig Übergewicht gezahlen. Downhill-Weltcup gewonnen. Aber was die Nacht vorher passiert ist, kann ich leider nicht erzählen. Ja, im Prinzip war eigentlich, ich hätte mal mehr erreichen können, definitiv, aber auch viel weniger. Hallo Mike. Heute zu deiner Person. Jeder Mountainbiker, jeder Radsportbegeisterte Fan, zumindest von der älteren Generation, kennt dich. Ganz kurz, stell uns doch auch der jüngeren Generation bitte vor. Ja, mein Name ist Mike Kluge. Und ich fing an, Rad zu fahren, nachdem ich alle meine Schulkameraden abgehängt habe. In der Schule war es Zeit gewesen, eine Klasse aufzusteigen. Dann kamen die ersten Jugendrennen, Amateurinnen. Dann wurde ich Weltmeister, deutscher Meister, erst Weltmeister, bei den Profis Weltmeister. Dann kam der Mountainbikesport dazu, wo ich den Gesamtweltcup gewonnen habe, 1990, 92 letzte Cross-WM-Titel. Ich bin Straßenrennen gefahren, also Bahnrennen auch, also auf allen Rädern eigentlich. Ich habe daran viel Spaß gehabt und viel Abwechslung auch. Und jede Disziplin hat mir relativ viel für die anderen gebracht, weil auf der Bahn fährt man mit einer hohen Frequenz, im Cross explosiv, Mountainbike mit Kraft, Straße, Ausdauer und diese ganzen Disziplinen. Und die Eigenschaften waren sehr hilfreich für meine Karriere. Ganz salopp gefragt. Was hat dich an dem Radsport so fasziniert, sich auch in den Rennen so zu quälen? Ja, irgendwann merkt man, dass man mit Einsatz und Training besser wird, schneller wird. Dann guckt man, was machen so die unmittelbaren Konkurrenzfahrer neben einen. Und auf einmal hat man da so wie so ein Flow drin. Man hat den Spaß, härter zu trainieren. Und ja, dann kommt natürlich auch klar die Motivation durch Siege oder durch entsprechende Erfolge. Und ja, so hat es dann so ein bisschen seine Eigendynamik. Ab welchem Zeitpunkt wusstest du eigentlich, dass du dann Profi werden willst oder dass du auch auf den Radsport setzt als, ich sag mal, als Beruf in dem Sinne, ja wirklich? Ja, als die Idee, Profi zu werden, kam eigentlich erst nach meiner Ausbildung. Ich musste also laut meiner Eltern erstmal eine Ausbildung machen. Da wurde ich dann Zahntechniker und dann habe ich gesagt, ich möchte ganz gerne mal jetzt 2 Jahre mal nur Radsport intensiv trainieren. Habe mir praktisch da freigenommen und wurde dann nach 2 Jahren das erste Mal Weltmeister, obwohl ich natürlich vorher schon 5 Jahre Rad gefahren bin. Ja, und da haben mir viel gesagt, also wenn du weiter am Ball bleibst, hast du auch die Chance, mal ganz vorne zu sein und auch auf der Straße. Und so war ein Grund für mich gewesen, ich mache da weiter. Wie alt warst du da zu dem Zeitpunkt? Ja, das war im Prinzip kurz nach meiner Ausbildung, 22 Jahre war der erste WM-Titel, dann der nächste dann 2 Jahre später. Und da wusste ich denn, da will ich dabei bleiben, weil wer da mal so das Blut leckt, als Weltmeister unterwegs zu sein, die Welt zu bereisen, das hätte ich im normalen Job niemals machen können. Du warst früher ein absoluter Vollprofi, hast unfassbar viel Zeit auf dem Fahrrad verbracht. Wie kann man sich das vorstellen, dass man den Profisport, der dann doch mehr Zeit, der mehr Zeit verlangt als, ich sage mal, einen normalen Bürojob, wie kann man das vereinbaren mit einem Privatleben beispielsweise? Ja, als Profi ist man erstmal viel unterwegs und natürlich durch die teilweise auch extrem harten Trainings, wenn man nach Hause kommt, auch nicht mehr so super motiviert, irgendwelche Bäume aus dem Boden zu reißen. Also von daher ist man da schon relativ viel eingespannt. Ja, als normalen Bürojob kommst du nach Hause und dann geht es im Prinzip eigentlich ganz normal weiter. Aber ich möchte mich eigentlich gar nicht beschweren. Ich bin sehr dankbar darüber, dass ich erstmal dieses Talent hatte, überhaupt diesen Sport so betreiben zu können, auch auf so einem Niveau. Klar liegt es dann am einen, wie viel Einsatz man bringt und wie hart man an sich trainiert und arbeitet. Aber im Prinzip muss ich sagen, war das auf jeden Fall das wert und würde ich wieder in die Situation kommen mit 15 Jahren, ich würde wieder Radfahrer werden. In aller Kürze, deine größten sportlichen Erfolge auf dem Fahrrad? Ja, meine größten Erfolge waren praktisch ja zum ersten Mal, erst war der Berliner Meister gewesen, war es ganz kleines erstmal, danach kam der deutsche Meister, danach der Weltcupsieg, Weltmeister und Gesamtweltcupsieg. Also ja, eigentlich in allen Disziplinen irgendwie, außer auf der Bahn, da habe ich auch mal eine 6-Tage-Nacht gewonnen. Auf der Straße wurde ich Dritter bei deutschen Meisterschaften, öfter bei der Straßen-WM.
Ja, im Prinzip denke ich, hätte man mehr erreichen können, definitiv, aber auch viel weniger. Auf jeden Fall. Jetzt gibt es zwei Typen von erfolgreichen Sportlern. Die einen, die bewahren ihren Trophäen, ihre Pokale groß im Wohnzimmer auf. Die anderen, für die bedeutet das eigentlich eine Medaille. Die sind stolz über ihren Sieg, aber die Medaille an sich bedeutet ihnen nicht viel. Zu welchem Typ gehörst du, beziehungsweise wo hast du deine Pokale stehen? Also ich habe gerade meine Urkunde jetzt wiedergefunden nach 15 Jahren im Karton durch Zufall, habe mich total gefreut. Die liegen jetzt in der Werkstatt, da stehen auch einige Pokale, aber ich habe auch nicht immer alle Pokale. Ich muss ehrlich sagen, ich hatte ab und zu mal Pokale einfach am Flughafen stehen lassen. Gerade so in Spanien, da gibt es so Riesenpokale. Und ich dachte mir, da muss ich dann irgendwie wieder ewig Übergewicht bezahlen dafür. Und dann habe ich geguckt, dass ich einen Black Fleck finde, irgendwie einen Pokal abgestellt und bin ohne Pokal nach Hause geflogen. Klar, das war zu dem selben Luxusproblem, was ich hatte. Aber ein paar Sachen habe ich noch übrig, aber in der Wohnung bei mir findet man eigentlich gar nichts. Okay, interessant. Dein absolutes radsportliches Karriere-Highlight? Ich denke mal, es war mein Profi-WM-Sieg 92 in Leeds im Cross. Ich war 85, 87 Weltmeister und dachte mir so, ich kann so alles jetzt. Ja, und dann wird man sehr leichtsinnig. Und dann habe ich doch einen Lebensstil geführt, der überhaupt gar nicht passte in Berlin. Inwiefern? Ja, Berlin, Großstadt, Partys, ich meine, da bin ich sehr labil gewesen in der Zeit. Dann gab es für mich eigentlich eine Möglichkeit da raus. Ich bin in Schwarzwald gezogen zum Freund von mir, wo ich heute noch wohne. Habe mich da wieder vorbereitet, im Prinzip so ein bisschen nach diesem Rocky Nummer 4 Programm. Also wirklich nur von morgens bis abends nur Fahrrad fahren, hart trainieren, kleines Pensionszimmer gehabt, alles total spartanisch, Stein im Rucksack. Also eigentlich so eine ähnliche Nummer. Das war für mich sehr inspirierend, dieser Film Nummer 4. Und dann wurde ich praktisch nach 4 mehr oder weniger erfolglosen Weltmeisterschaften wieder Profi-Weltmeister. Und das war für mich auch die Rückkehr in den Sport. Spannend. Gab es auch einen Tiefpunkt oder einen absoluten Tiefpunkt, wo du jetzt im Nachhinein sagst, das war wirklich enttäuschend oder damit hadere ich am längsten von meiner sportlichen Karriere? Ach, Tiefpunkte gab es Menge eigentlich, eine ganze Menge. Und der absolute Tiefpunkt? Ja, ich denke mal, die Nominierung wird ja im Prinzip immer von den Verbänden durchgeführt und damals 84, da war ich glaube ich so 24, war die Olympiade in Los Angeles und da wollte ich unbedingt hin. Ich gehörte in dem Jahr zu den zwei besten Straßenfahrern und war nicht in dem WM-Aufgebot und saß da eigentlich heulend vorm Fernseher und konnte es gar nicht fassen, weil ich bis dato mal dachte, immer die besten Sportler kommen zu den Olympischen Spielen. Das war nicht der Fall gewesen. Das passierte 88 in Seoul nochmal und das waren eigentlich so die beiden Sachen, die mir sehr wehgetan haben und das war auch ein Grund, warum ich damals auch von der Straße wegging. Also ich wollte keine Straßenrennen mehr fahren und kam dann im Prinzip eigentlich über den Mountainbikesport wieder zum Rennsport zurück. Andere Frage. Ein Radfahrer oder ein Profisportler erlebt extrem viele kuriose Sachen in seiner Karriere. Was war denn dein kurioses Erlebnis? Wow. Ich habe da ein Erlebnis, das war in Kaprun damals. Da habe ich den damaligen größten Downhill-Weltcup gewonnen. Aber was die Nacht vorher passiert ist, kann ich leider nicht erzählen. Warum nicht? Nein, ich glaube, das wäre nicht gut. Und ich habe das Rennen gewonnen und muss ehrlich sagen, das war schon der Hammer. Also das waren 24 Stunden Dauerspaß. Das heißt, wir bekommen nicht mal ein kleines Detail? Baumbar, die kennt sicherlich jeder, der irgendwie in Kaprun schon mal unterwegs war, bis es hell geworden ist. Okay, wenigstens ein kleines. Mountainbikesport, ganz speziell. Was reizt dich oder was hat dich dann früher auch gereizt, dass du dann wirklich zum Mountainbikesport gewechselt bist? Klar, wir haben jetzt gerade schon gehört, dass es auch strukturelle Gründe gab, aber was hat dich nochmal so richtig motiviert, dann auch aufs Mountainbike zu steigen? Also meine größten Erfolge waren ja unter anderem auch im Crosssport und im Radcross findet im Winter statt. Also ich war eh immer so eine Frostbeule, deswegen passte dieser Crosssport eigentlich gar nicht zu mir unbedingt. Und als ich das erste Mountainbike-Rennen gefahren bin, damals in Berlin,
und wurde eigentlich gleich Zweiter bei dem ersten Rennen, fragte ich, wo sind diese Rennen? Und da sagten die zu mir, Hawaii und Australien und Südafrika. Und da sagte ich, gebongt, da bin ich dabei. Und da war erstmal schon mal das Klima, war einfach angenehmer, es war schön warm. Und was mir beim Radfahren oder Mountainbike gerade gefällt, ist diese Fähigkeit, halt nicht nur, ich sag mal, Gas geben zu müssen, sondern halt auch die Fahrttechnik zu beherrschen, also den Boden richtig lesen zu können, dein Rad richtig einstellen, den richtigen Reifen zu fahren, den richtigen Dämpferdruck. Die Sachen gehören alle komplett dazu. Also da geht nicht unbedingt nur der Fahrer, der nun am meisten Kraft hat, sondern du musst da schon auch in der Lage sein, am Limit oder auf jeden Fall kontrolliert am Limit fahren zu können. Du hast gerade schon angesprochen, Mountainbike, speziell nochmal für einen Mountainbike-Wettkampf. Gibt es dort auch noch Punkte, die dich wirklich reizen, an Mountainbike-Rennen teilzunehmen? Ja, so Mountainbike-Rennen oder Hauptrennen ist natürlich immer die Spannung. Du musst an diesem Tag, an diesem Startteil konzentriert sein und voll da sein. Das heißt also, dein Training muss so ausgelegt sein, dass du natürlich immer an diesem Wettkampftag optimal performen kannst. Und es hat natürlich vorm Rennen kriegt man Herzklopfen, totale Spannung. Die nimmt dann im Rennen wiederum ein bisschen ab, weil man dann in seine Routine kommt. Und denn je nachdem, wenn man noch mit einer Gruppe in der letzten Runde zusammen ist, wird es dann wieder spannend. Da geht der Puls nochmal hoch, obwohl er eh schon hoch ist. Und da musst du überlegen, welches Konzept fahre ich? Ja? Wer ist jetzt von den Jungs gerade der, auf den ich besonders aufpassen muss? Oder wie könnte jetzt meine Attacke aussehen, damit die funktioniert? Das muss alles sehr schnell gehen. Das muss sitzen, das muss mit Überzeugung kommen. Und von daher hast du so oder so immer hohen Puls. Gab es in deiner Karriere auch Momente, an denen du einfach gar keinen Bock mehr hattest auf Radfahren und gesagt hast, jetzt ist eigentlich gut und hast dann doch weitergemacht? Beziehungsweise was war schlussendlich dann auch der Grund, warum du dann gesagt hast, am Ende deiner Karriere, so jetzt war es gut? Ja, ich meine, im Radsport, was ja nun auch eine sehr harte Sportart ist oder Disziplin ist, da geht man oft wirklich ans Eingemachte, ans Limit. Man ist physisch ausgepowert, psychisch ausgepowert. Und ich kann mich erinnern, ich war damals mal mit einem Team im Trainingslager in Colorado, gleich im Frühjahr. Die ganzen Rennfahrer waren alle total motiviert, die Straßenrennfahrer, weil die hatten ja gerade Winterpause gehabt und ich kam gerade aus dem Cross und musste gleich wieder Vollgas geben und ich war so dermaßen kaputt, dass wir so einen Highway rausfuhren. Das war wie so ein Rechteck, was wir gefahren sind. Und dann bin ich einfach mal abgebogen, habe mich in so einen Schrottwagen reingesetzt und habe das irre genossen, nicht treten zu müssen. Also das war so für mich ein Moment, wo ich gesagt habe, das musst du jetzt einfach mal gönnen und einfach mal Luft auch mal ranlassen an den Körper. Und es war für mich eine wichtige Entscheidung, weil man kann nicht nur Gas geben, man muss Tatsache einfach auch mal ein bisschen runterfahren, um auch wieder frisch zu werden, um wieder sensibel zu werden für neue intensive Trainingseinheiten oder neue Ziele, die man sich steckt. Also man kann nicht immer nur Anschlag machen. Das ist im Sport so und ist im normalen Beruf genauso. Zwei kurze, knappe Fragen noch zum Abschluss. Dein Motto, wenn du auf dem Mountainbike unterwegs bist, was gilt dann für dich? Aufgeben ist keine Möglichkeit, würde Stefan Salscheider sagen. Ich denke mal, geht nicht, gibt's nicht. Also so lange probieren, bis es geht. Und wenn es nicht geht, okay, dann ist es halt so. Und dein Lebensmotto, ist es das gleiche oder gibt es da was anderes? Im Prinzip ist es dasselbe, weil ich habe einfach gelernt im Sport, um Höchstleistungen erreichen zu können, musst du dir es zumindest vornehmen. Natürlich realistisch. Wenn man von vornherein zu skeptisch ist, dann wird es einfach schwierig, sich 100% auf eine Sache auszurichten. Also von daher immer erstmal, das geht schon, das wird irgendwie klappen und dann abwarten, was man tatsächlich erreicht. Cool, vielen Dank. Danke dir. Schön. Ciao. Tschüss.